Meine Bücher stehen niemals nicht im Billigregal. Es sind nur gute Bücher, da ist das ganz normal. Meine Schuhe stehen niemals nicht im Gräfbeck-Schrank. Sie danken's mir mit Wohlgefühl, Gott sei Dank. Mein Körper lag noch niemals nicht im Foldalbett gestellt und keine Melodielampe macht bei mir hell. Meine Kleider hängen niemals hinter Pax Ugdal. Die Nähte würden reißen, das wär doch ganz normal. Nein, da wo ich wohne, ist die Kehr freie Zone. Da wo ich hause, hat die Kehr immer Pause. Da wo ich liebe, von der Kehr keine Striebe. Da wo ich liebe, von der Kehr keine Liege. Mein Besteckkasten heißt sicher niemals rationell. Er ist nicht von Ikea, daher sehr funktionell. Meine Bettdecke heißt sicher niemals Müsergräß, denn überall und immer gibt es Besseres. Das Minnenbettgestell hat letztlich nur einen Zweck. Es ist und bleibt der angesagte Mädchenschreck. Bedingele, was ist gleichzeitig Sofa und Bett? Wenn du da eine reinkriegst, heißt sie sicherlich Jeanette. Es gibt nur Glückshormone in die Kehrfreie Zone. Da wo ich mause, hat die Kehr immer Pause. Da wo ich esse, kriegt die Kehr auf die Fresse. Da wo ich schlafe, ist die Kehr eine Strafe. Ich trau Ikea alles zu, drum bin ich auf der Hut. Lies jeden neuen Katalog, aber immer mit Wut. Auf Anfrage gibt sich Ikea äußerst wortkalt. Aber ich bin sicher, die planen einen Ikea-Sarg zum selber bauen und ohne Rückgaberecht. Der Name könnte lauten, verließ dies Mürebrecht. In diesem will ich niemals liegen, es wär ewig raus. Drum schrei ich hier und heute mein Testament hinaus. Auch in meinem Grabe gibt's diese Vorgabe. Auch wenn ich erkalte, bestehen diese Vorbehalte. Auch wenn ich verwiese, bleibt die Kehr an die These. Und bis zum jüngsten Gericht bin ich auf Ikea nicht der Pilz.